Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte: Der Mensch sät mit seinen Worten und Taten die Belohnungen und Sünden. Daraufhin erntet er am jüngsten Tag, was er gesät hat. Wer Gutes an Wort oder Taten gesät hat, der erntet die Gunst. Und wer Schlechtes an Worten oder Taten gesät hat, der erntet morgen das Bedauern. Du, meine edle Schwester, geehrter Bruder, möge Allah euch festigen und euren Iman stärken. Mühe dich weiterhin für Allah Ta'ala ab und habe immer höhere Ziele vor Augen. So sagte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir nach Al-Firdaus fragen sollen, die höchste Stufe in Al-Jannah. Jedermann geht in den Tag ein und verkauft seine Seele und bringt entweder ihre Befreiung oder ihr Verderben herbei. So lesen wir täglich Aussagen und Zitate der Sahaba und der Salaf und das gläubige Herz sehnt sich nach deren Zustand. So haben wir eine Überlieferung von At-Tabarani gefunden, die einige als Da'if und einige als Hasan einstufen. Dennoch wollten wir sie mit euch teilen und wir sollten über die Worte und deren Bedeutung nachsinnen und versuchen, danach zu handeln. Von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Die am meisten geliebten Menschen für Allah sind die nützlichsten von ihnen. Und die am meist geliebte Tat vor dem Allmächtigen und Großen Allah ist die Freude, die du einem Muslim bringst oder ihm hilfst in seinen Schwierigkeiten oder indem man eine Schuld für ihn bezahlt oder seinen Hunger stillt. Und in der Tat, meinem muslimischen Bruder zu Hilfe zu kommen, in dem, was er braucht, ist mir lieber, als mich für einen Monat in die Moschee zurückzuziehen. Und wer auch immer seinen Zorn gegenüber seinem Bruder im Islam zurückhält, dessen Blöße wird Allah bedecken, seine Fehler und Sünden verstecken. Und wer auch immer seinen Zorn zu einem Zeitpunkt zurückhält, an dem er ihn ausschütten könnte, erfüllt Allah sein Herz mit Zufriedenheit am Tage des Gerichts. Und wer hinausgeht, um seinem muslimischen Bruder in seiner Not zu helfen, bis er ihnen geholfen hat, dem wird Allah seine Füße an dem Tag stärken, an dem die Füße wanken werden. Und wahrlich, schlechte Laune verdirbt die Taten, wie Essig den Honig verdirbt.